Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 1 bei meinem Jubiläumsrun, dem 10. Durchlauf hier im Dark Souls 1. Ah, Wahnsinn, nicht? Also es ist auf Deutsch gesagt New Game Plus 9. Und wir haben das letzte Mal die Hydra besiegt. Boah, die war, mit Wasserschaden sind wir halbwegs davon gekommen noch. Ja. Einmal hat es uns erwischt, aber ich glaube, haben wir es beim zweiten oder beim dritten Mal geschafft? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Zweiter oder dritter Anlauf? Na, jedenfalls, egal. Also das Schwere an dem Ganzen ist nicht sie selber, sondern einmal bis du mal runterkommst überhaupt. Diese blöde Wasserfontäne da, was du da anschierst, das ist ja katastrophal. Ne? So, aber ja, wir gehen jetzt da mal rauf und kommen jetzt auf den über den hinteren Bereich des Finsterwurzgartens dann wieder nach hinten, beziehungsweise nach vor, sucht euch das aus, dort wo das Leuchtfeuer oben war. Und bis dorthin habe ich eigentlich jetzt kein Leuchtfeuer mehr dazwischen, wo muss ich schauen, dass ich so irgendwo durchkomme. Das wird kein Bemal. Das wird kein Bemal werden. So, jetzt gehen wir mal da drüber, weil jedes Bacherl hat der Prickel. Du musst nur ein bisschen schauen. Komm, ich gehe mit dir ein Stückerl rüber, musst du selber trauen. Genau. Jedes Bacherl hat der Prickel auch im Leben. Und manchmal muss man halt einen kleinen Umweg gehen. So, da bitte aufpassen, gell, auch gefährlich. Da kann man leicht einmal runterfallen. Da haben wir schon mal ein Item. Das holen wir uns gleich mal als Item. Eine Seele. Eine Sö. Und da jetzt nach oben. So, 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 so. Ich bin gespannt, ob ich das durchbringe, alles. Boah. So, es geht jetzt da lang und da vorne, glaube ich, war dann eh nichts. Oder kann man da, oh ja, kann man auch rauf, oder? Das muss ich überlegen. Da kann, Moment, ich muss mal ganz kurz schauen, wo ich da hinkomme. Nur so kurz schauen. Jo, da bin ich. Ah, okay, ja, da bin ich so Seiten. Ah, schon wieder Baum. Ja, eh klar, war doch klar, ihr habt mir schon so gefehlt. Ihr habt mir schon so gefehlt, ihr Bäume. Oh. Aber ich gehe nicht von der Seite. Ich gehe. Aber ich gehe schon da. Ich schau mal da zuerst. Ich zleg da einmal alle. Oder sie zlegen mich eher. Eher zlegen sie mich. So. Hallo. Sag mal. Skizzelt. Hör auf. So. So, aber jetzt reicht's wirklich, oder? Es ist wirklich kein Spaß mehr jetzt. Ist wirklich, jetzt ist Schluss mit lustig, ja? Jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Denn mehr Bäume auf einmal, das kann einem schon ordentlich zum Verhängnis werden. So, jetzt reicht's dann wirklich. Gut, dann gehen wir da mal eine Runde. Eine Runde, schauen wir da mal. Entlang, den Rand entlang, also da muss man wirklich aufpassen, die Bäume sind nicht nur gefährlich und stark, sondern obendrein auch noch sehr gut getarnt, ja, und das ist ungut, ja. Viele Bäume sind nicht gut, ja. So, dann schauen wir da mal, da oben liegt das nächste Item, ich klappe mal hier die Ränder ab. So zentral drinnen ist eh nicht viel, da liegt eh nicht wirklich viel. Boah. Boah, das sind ja gleich, wie viele sind denn das? Viere! Viere und drei Hosen. Fiebt mich gut, Mesner. Na, das. Jetzt hast's. Ja, ich bin tot. Ja, ich hab's gewusst. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Das war jetzt wirklich. Also, das. War das so viel? So viel? Also, das ist jetzt schon ein bisschen. Na gut. Ja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich muss. Aber zumindest ist die Hydra nicht mehr da, ist müssen wir. Ja. Aber ich will den Weg da oben gehen. Ich will den zuerst gehen. Und das letzte Mal anders gegangen, glaube ich, in meinem vorigen Run bin ich anders gegangen. Da bin ich von unten gegangen, wo die Katzen waren, diese riesigen Katzen. Zwei oder drei an der Zahl. Aber ich will jetzt den anderen Weg zuerst gehen. So, bei den Kristallgolems, da halte ich mich jetzt auch nicht mehr auf. Da schaue ich, dass ich irgendwie schnell vorbeikomme. Da, ja, hallo? Da, ja, ist wurscht. Freaks sind wir da. Soll mich nicht ärgern. Und Leiter klettern können sie hoffentlich nicht. So, wir sind eh schon wieder da.
Aber so ein Leuchtfeuerchen dazwischen irgendwo noch, das wäre schon noch nett gewesen. Aber nein. Vom Software wollte es anders. Ich will zumindest in dem Teil will ich den Finsterwurzgarten. Ein paar Mal mit Boss noch. Boah, das wird glaube ich nichts mehr, oder? Obwohl, zeige ich euch dann auch was Interessantes, was man da machen kann. Obwohl, wenn ich. Ja, ist aber eigentlich. Weiß ich nicht. Einmal mache ich nur. Einmal probiere ich nur so. Einmal probiere ich nur so dann. Und wenn nicht, dann mache ich es anders. Wenn die Zone geht, dann mache ich es auf die harte Tour. So, da jetzt aufpassen wieder. Genau. Und schrams Nummer und da jetzt auf. Genau. Und wir sind schon wieder in dem Bereich. Und jetzt bitte, bitte aufpassen. Und ich muss aufpassen, die Bäume. Ich muss die wirklich einzeln ziehen. Ich habe da wahrscheinlich schon so viele Bäume angelockt. Da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt noch nicht. Ich gehe zuerst da. Ich gehe zuerst da. Da. Genau. Jo, so haben wir gesagt. Da ist gleich mal der Erste. Ach, weil sie immer so zurückhüpfen, ne? Weil sie immer so blöd zurückhüpfen, dass man sie auch nicht erwischt, ne? Man muss sich einfach mehr konzentrieren. Das ist. So. Und der nächste, genau. Und die sind da im Boden drin. Da sitzt und das habe ich auf das habe ich nicht geachtet vorher. Wie man es vorher schon. Du sollst nicht treten. Mein Gott, Walter, so. Und da ist der nächste. So, komm du mal her. Aber jetzt geht es ein bisschen besser. Das waren jetzt immer die ganzen, die vorher noch nicht da waren. Die sind dann alle auf einmal gekommen. So, der da, wohnst du noch oder lebst du schon? Der ist tot. Boah, aber das ist gut, lila Muskelklumpen mit Blume. Da können wir ein bisschen farmen auch. Das schadet dir auch nicht. Das sind schon meine Seelen. So, immer am Boden schauen, da irgendwo so ein Büschel rausschaut. Da ist schon wieder einer. Seht's? Da ist wieder einer, genau. Ehe er sie überhaupt einmal halbwegs ins Leben beginnen kann, ist er schon tot. Ne? Die muss man überraschen, die muss man einfach überraschen, aber jetzt habe ich sie überrascht. Aber ordentlichst. Schaut euch an, das sind schon wieder so viele. Aber ihr. Okay, wisst ihr was? Ich muss da kurz mal weg. So, ich gehe da, weil da kann ich es besser. Genau. Da kennen sie mal zumindest nicht zeitlich. Ja, so besser ein bisschen. Ja, ein bisschen besser was. Ja, spiel ein bisschen besser. Ich meine, nicht gut, aber. Also, wie viel sind da noch? Was ist das? Also, wo haben sie denn die ausgelassen? Das ist eine richtige Baumschule. Ist ja das. Schaut euch das an. So, aber jetzt sind wir da nochmal fertig, oder? Das ist ja nicht mehr schön, oder? So. Lila Muskelklumpen, das ist gut, das habe ich gern. Und noch einer. Und bitte sag, du bist der Letzte jetzt, oder? Ich will auch nicht da zu nah an den Rand gehen, weil sonst. Nicht treten, du. Was der immer tritt. Vorher habe ich es wollen und ist es nicht gegangen. Und das haben sie auch hergelegt, genau. Und dann wären die Bäume gekommen und hätten mich in den Abgrund geschubst. Die östliche Rüstung liegt da, genau. Ja, also das ist schon fies, aber da haben sie es ja ein bisschen übernommen vom Software, glaube ich, ja. Das muss wirklich nicht sein. Man kann schon über dreimal. So, ist das jetzt schon der Tümpel mit. Na, das ist das. War das überhaupt da? Na, das ist im anderen, glaube ich. Der Tümpel mit den. Na, wo die Pilze waren, wo die Kiste drinnen war. Wie die alle rauskommen, ne? Das ist ja Wahnsinn, ne? So. Echt gefährliche Gegend hier. Denkst du, es sind noch Bäume, aber. Denkt man sich, das sind nur Bäume, aber da ist schon wieder einer, schau. Unvorstellbar. Einfach unvorstellbar. So. Wo sind wir da jetzt? Gut, ich habe da mal rauf. Da, ja. Ich gehe mal eine Runde so. Einfach einmal eine Runde. Ah, okay, da sind wir eh schon da. Ja, jetzt ist der. Ah, da will ich ja noch nicht. Da will ich ja noch nicht hin, habe ich ja gesagt. Okay, darum habe ich gesagt, ich gehe jetzt erst, bin so dämlich, ne? Okay, jetzt kommt der natürlich an, da, ne?
Ja, ist mir auch wurscht dann. Was? Also das? Ja, super, ne? Aber jetzt ist mir auch wurscht. Jetzt bin ich da heroben schon. Und meines. Ach so. Ah, Leuchtfeuer bin ich ja ganz woanders. In Leuchtfeuer bin ich ganz woanders. Gewisst ihr was? Ich bin so dämlich. Ich hätte es doch anders machen sollen. Von der anderen Seite rauf. Ja, Learning by Doing. Obwohl, jetzt ist es auch schon ein bisschen spät fast, ne? Das Learning by Doing. Wenn ich da, ich habe sogar noch gesagt vor zwei, drei Parts, ne, dass ich, wenn ich da im Finsterwurzbeck von der unteren Seite dann raufgehe bei den Katzen, weil da komme ich dann, ja, ich sage euch gleich, warum es anders besser wäre. Aber ist wurscht, ist wurscht. Dann sind die ganzen Bäume jetzt wieder da. Aber dort unten muss ich dann gar nicht mehr hin eigentlich. Da muss ich nicht mehr hin, da muss ich nicht mehr hin, da war ich schon. Da war ich ja schon. Folgedessen, ja, habe ich da auch schon alles eingesammelt. Da brauchen wir eigentlich nur mehr dann von der anderen Seite runter. Und das ist dann nicht mehr so wild. Und ich hoffe, da sind auch nicht so viele Bäume mehr. Es ist eigentlich ein Bereich, ein riesengroßer Bereich von der Fläche her, aber Items sind nicht viel dort. Also Items sind da nicht viel. Habt ihr gesehen? Das ist die eine Rüstung, die östliche Rüstung, die haben sie geholt. Aber sonst, nein, geht's von der anderen Seite. Da komme ich dann eigentlich von der anderen Seite. Das ist eigentlich, das ist der schwerere Weg. Und die attackieren mir jetzt die ganzen. Das sind fünf oder sechs NPCs. Da ist ein Magier dabei, ein Kleriker, zwei Kämpfer, zwei normale, ein Zauberer. Und ja, die haben sich da zusammengeschlossen. Das sind die Hüter des Waldes oder sind so Freaks. Ja, Glaubens, ja, Pfadfinder sind das, ja. Das sind von so einer Pfadfinder-Truppen. Aber ziemlich brutal, ja. Brutal gefährlich. Also die brutalste Pfadfinder-Truppe, die ich jemals gesehen habe. Ne? So, wir gehen jetzt den anderen Weg. Ah, Nase juckt. Wir sind das vorher da gegangen und jetzt gehen wir da übers Brickerl. Über das Brickerl drüber. Genau. Und jetzt kommen wir da von unten. Und da oben jetzt kommen jetzt die Riesenkatzen, ja. Und die haben es auch ordentlich drauf. So, ich hoffe, die kommen nicht alle auf einmal. Wie viel? Drei sind es, glaube ich. So, ich komme mal dort, zieh dich da mal. Ich zieh dich mal. So, komm. Die machen aber ordentlich Schaden. Wow, bist du Pirpi gewesen? Habt ihr das gesehen? Also die hat jetzt. Wow. Aber so ist es relativ passiv. Aber der Roller war. Das war ein ordentlicher Roller. Komm, einer noch. Jawohl. Okay, ein ist mal. Puh, aber der Roller war. Der Roller war nicht ohne. Gut, dann die nächste. Das sind Pilze. Jetzt kommen die runter. Aber bitte sag nicht alle zwei. Bitte sag nicht, dass alle zwei jetzt kommen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich. Ja, was ist mit dir? Jetzt werden sie aufgescheucht oder irgendwas passiert da gerade. Ja, die sind. Oh, okay. Ja, das ist jetzt brutal. Jetzt wird es brutal. Ja, da muss ich weg. Da muss ich weg. Weg, habe ich gesagt. Weg. Zwischen die Bäume verstecken. Wirbt mich gut. Aber fürs Erste. Okay, die hauen wieder ab. Jetzt kommt der wieder. Hau! Ja, das bitte. Ja, bin tot. Das ist so wahnsinnig schwer. Warum? Also war das immer so? Aber wenn die zu zweit kommen, das ist ja wirklich ein Horror. Ein Horror. Na gut. Ach Gott, wieso habe ich da oben nicht? Wir haben schon wieder Viertelstunde und nichts ist passiert. Nichts ist geschehen. Na gut, okay. Ja, jetzt ist das mit der Hydra ein bisschen besser gegangen. Dafür ist das wieder Scheibenkleister geworden. Immer Ups and Downs hier bei mir. Aber ich meine, dass ich das nicht tue, dass ich da keinen Durchrush mache, das habe ich eh gewusst. So ist es dann auch nicht. Denn ich meine,
Schließlich und endlich habe ich gesagt, also bin ich da in Jugend Plus Maximum und auch Schwierigkeitsgrad Maximum. Schlimmer geht's nicht mehr. Hey, ich sehe nichts. Gut, wir gehen aber wieder bei den Katzen. Einen Vorteil hat schon, ich habe weniger Druck in Form von, ich brauche mich nicht mehr aufleveln viel. Wenn ich meine Seelen wo verliere, selbst wenn es viel waren, ist mir das sowas von wurscht. Das ist mir sowas von Schnutzpippen, ich sage euch das. Weil ich es nicht brauche mehr. Und CC, über 400.000 Seelen brauche ich für ein Level Up mittlerweile und das, ja. Ein einziges vielleicht wäre noch gut, ein einziges vielleicht, dann habe ich 10 Magie. Stufe 10 in Magie, das reicht mir aus, dass ich einen Zauberslot habe. Mehr brauche ich nicht. Weil ich Zauberei, wie gesagt, brauche ich da nicht. Ist nicht so meins. Gut, dann wieder da drüber. Dann die zweite Leiter rauf und dann übers andere Brückerl. So, Wahnsinn, aber ich hab die. Ja, weil die zu zweit kommen dann. Irgendwie kommt mir vor, wird das immer schwerer. Obwohl, irgendwer hat mal gesagt, ab Jugend plus 6 wird es nicht mehr schwerer. Das schaut aber nicht so aus. Ich finde, das wird trotzdem immer schwerer. Mit jedem Durchlauf. Das hört nicht auf, schwerer zu werden. So, wo sind wir? Wo sind die jetzt? Hallo? 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 Sag bloß, die eine ist weg. Sind das non-respawning Gegner auch gewesen? Genau. Okay, wenn eine weg. Okay, alles klar. Okay, dann ist es urleicht. Ist ja urleicht jetzt, ne? Das natürlich gefällt mir dann schon ein bisschen. Okay, jetzt bleibt die sogar oben. Okay, das ist jetzt ganz gut. Na dann sollte zwar, soll's was werden. Außer ich scheuchte. Hallo, Kamera. Kamera wieder ausgesetzt, ne? Das ist natürlich, also wenn alles gegen mich, die Technik auch gegen mich ist dann. Ja, aber so, ja, so ist das kein Problem. Okay, alles klar, wo hätte ich wissen müssen eigentlich? Weil einmal tot, immer tot, ja. Ja, Blödsinn. Hey, hallo, hallo nicht. Oh, jetzt auf einmal ist, das ist jetzt, die hängt, die hängt. Die hat sie festgeglitscht. Okay, jetzt habe ich mal das Glück. Das ist das Glück des Tüchtigen. Ja, das. Okay. Das könntest du beim Boss machen mal, ne? Okay, das war gut. Die hat sich da ein bisschen festgeglitscht, obwohl hätte ich so auch locker geschafft. Aber auf einmal war die weit schnell da. Hat sie ein bisschen Glück auch gehabt. Mit deinen? Okay. Gut. Dann haben wir das einmal erledigt. Egal ob ich jetzt sterbe oder nicht, die Katzen kommen nicht wieder. Das habe ich ja eh Blödsinn. Die sind ja. Ach Gott, hätte ich wissen müssen. So, dann haben wir hier das nächste Item. Großer Seelencontainer wieder. Dann kämpfen wir uns halt von dieser Seite rauf. So, aufpassen auf die Bäume. Und da drüben übrigens, über diese große Brücke, da geht es dann schon zum Boss. Und wir sind jetzt hier herunten auf der anderen Seite. Und da vorne ist auch ein Item. Gut versteckt im Tümpel. Bewacht von zwei riesigen, ja, mitunter die gefährlichsten Gegner im Spiel. Das glaubt's oder nicht? Papa und Mama Pilz. Die haben nämlich sowas drauf. Sowas von Wahnsinn. Also bei denen, die haben einen Punch, wenn die der trifft, ja, da wächst kein Gras mehr. Schaut, ich will jetzt auf mich losgehen, ne? Schaut, habt ihr gesehen? Nein, Gott, nein. Und die Kiste, wie gesagt, die wird bewacht, ne? Und die will ich mal holen, unbedingt. Müsste ich nicht, aber mache ich. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Leben haben die wahrscheinlich auch. Obwohl, ja. Ja, da erwischen die einfach mal nicht. Wenn er mich erwischt, bin ich's. Ein Schlag und ich bin tot. Also, na, probier, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Da muss ich wieder. Na, na. Ich mach zuerst da oben das Leuchtfeuer. Aber bevor ich das mache, gehe ich da rein.
über dieses. Ah, da bin ich wieder zwei Runden, oder? Moment, ich finde mich gerade überhaupt nicht zurecht. Ich finde mich gerade überhaupt nicht zurecht. Muss ich da noch weiter? Achso, Blödsinn. Oder da muss ich rein, oder? Da war es. Da war es, genau. Denn jetzt haben wir hier, und das ist nämlich das Wichtige, warum ich sagte vorher, kommen wir von der anderen Seite. Es ist besser von der anderen Seite. Denn hier haben wir den nächsten NPC. Diese Katze. Ja, mit der sprechen wir jetzt mal. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Ja, wenn ich mich jetzt hier anschließe, der Katze, ja, dann wären mir die ganzen Waldbewohner freundlich gesonnen. Das heißt, sie gehen nicht mehr auf mich los. Ja, kann ich machen oder nicht. Man hat halt auf jeden Fall mehr Ruhe und darum entscheide ich mich jetzt mal. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Jetzt weiß ich nicht, den Bund muss ich den auch eingehen. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich, aber ja, ist wurscht. Ist wurscht. Es ist jetzt wahrscheinlich, aber ich sage euch dann, warum das jetzt vielleicht gar nicht so gut ist, dass ich den Eid gewechselt habe, aber ist wurscht. Who will by their honor work tirelessly with thee? Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so? But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Tja, sagt's gar nichts mehr, oder? Oder, ja. Ah, thou dost cometh. Ja, danke, gut, gut. My hopes for thee are of the highest. Do not such a hope shatter with foul disproportion. Ja, sagt sie immer dasselbe. Gut, und jetzt können wir es jetzt kommen wir auf diese Seite. Ja? Und das sind diese zwei Bereiche, also quasi diese zwei ja, Gebiete im Wald und dieses, ja, diese Ruine, die trennt die zwei Bereiche. Ja? Da unten eben der Bereich, wo wir raufgekommen sind bei den Katzen. Und jetzt sind wir hier herüben, wo uns jetzt die ganzen Gegner, die ganzen, ja, vorher waren es Gegner, jetzt nicht mehr, jetzt sind sie uns freundlich gesonnen, jetzt nichts tun. Ja, genau. Die sind uns vor, haben uns vorangegriffen. Und da so durch kommen wir zum Leuchtfeuer da drüben. Und da gehen wir gleich mal hin. Und das machen wir gleich mal als erstes, als nächstes. Und genau, wie wir da vorher raufgegangen sind. Wo uns der eine angegriffen hat. Und jetzt sind wir auf der herüberen Seite. Und sollte ich jetzt sterben, dann starte ich hier und nicht mehr da unten. Im Finsterwurzgarten in dieser Höhle. So, gut, das war sogar wichtig jetzt. So, wir haben noch Zeit, bis sie. Ja, sollten wir mal gegen die kämpfen und ihr tut es euch schwer, die alle zu besiegen, dann lockt es einfach hierher, springt da vorsichtig nach unten, die werden euch dann hier verfolgen und springen da ins Loch rein. Ja? Also, die kann man cheesen, ganz leicht. Ja? Und sonst, wenn ihr es bekämpfen wollt, würde ich es auf jeden Fall hier empfehlen, dieses Leuchtfeuer aktivieren. Wenn es stirbt, dann startet es immer hier. Und das ist ein toller Farming-Spot. Es sind wie gesagt 5 oder 6 so Waldbewohner. Ja. Wie gesagt, da haben wir die Kämpferin, das ist der Magier. Da haben wir dann da oben haben wir einen Kleriker, glaube ich. Genau da, oder? Oder Klerikerin, genau. Dann haben wir da oben noch, weiß ich was, das ist ein Pyromant, das ist auch schon ein Schlägertyp. Ja, keine Ahnung. Und da unten sind, glaube ich, auch noch wo ein oder zwei. Wir gehen da eh runter, weil wir alles abklappern noch schnell. Und ja, dieser Typ hier, mit dem müssen wir reden, der ist nämlich auch wichtig. Da hinten, das ist der Tauber, der ist ja gar nichts. Ja. Der, schau. Der,
Der macht, der ist immer bei ihm, das ist sein, weiß ich nicht, seine rechte Hand. Aber wichtig ist der, Shira. I'm Shiva of the East. Shiva, nicht Shira. Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear. Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets to pray. That's the way to do it. Only don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Ja, also habe ich vorher vergessen zu sagen, das ist die Alvina, die Katze, oder Alva, glaube ich, sagen auch manche. Und genau, und der Typ ist deswegen wichtig, denn unten in Schandstadt, dann später im Sumpf unten, können wir den auch noch Waren abkaufen und so. Also tolle Sachen hat der auch noch. Ich meine, ich brauche es immer, ich habe eh schon alles, aber ja, ich sag's ja halt nur, ich sag's ja nur. Ah, did you notice that one? Sharp eyes? He is one of the clan from the east, like myself. Always slinking in the shadows, but he is a tough one. You will see what I mean. So, sag's noch was Neues. Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters with patience score the best kills. Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters with patience score the best kills. Don't worry now. You'll be called in soon enough. So, ich glaube, jetzt hat er, jetzt wiederholt er sich, was der, ja, was der immer quageln, alle, das ist unvorstellbar. So, jetzt weiß ich nicht. Ich will jetzt die Gegenden hier noch abklappern, fangen wir gleich mit dem Bereich hier an. Das ist jetzt der mit den Bäumen. Mit den vielen Bäumen, wo wir vorher unten waren, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und jetzt kommen wir quasi von der oberen Seite und dann schauen wir sich den unteren Bereich auch an. Dieser Fluss trennt die zwei Bereiche, wie gesagt, da müssen wir über die, jetzt, das ist die Verbindung hier, diese Ruine. Die verbindet die zwei Bereiche. Und da müssen wir dann drüber und da gehen wir dann in anderen. Jetzt, man kommt hier einfach so nicht vorbei. Nur eben über diese Brücke, die was da vorne ist. Und da sind wir angefangen. Und da sind auch noch zwei Sets, genau. Und jetzt tun sie uns nichts. Und wie gesagt, wenn man die angreifen würde, wären sie uns auf einmal wieder dann... wären es nicht so gut auf uns zu sprechen und würden uns angreifen. Und wie gesagt, hier kann man super toll farmen. Ganz ein toller Farming-Spot. Aber ich muss jetzt aufpassen, denn ja, das war, okay, das war ja die, ja, war die Brücke, war alles klar. Man hat so viele Bäume, dass man vorbeikommt da. Genau, und da sind wir jetzt dann eine Runde gegangen und auf der anderen Seite vorher sind wir raufgegangen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo die vielen Bäume waren. Aber da ist eh schon wieder, da geht es jetzt schon los mit dem Baumbereich. Sind wir da nicht eh raufgekommen? Das war da. Ich drehe mich gleich um, schau mal. Und dann sind wir eh schon wieder da, wo wir vorher waren. Ja, genau. Seht, da sind wir raufgegangen vorher und jetzt sind wir da herunten. Und ich muss hier dann eigentlich so gesehen gar nicht mehr viel da machen, denn ich habe hier alles gefunden. Dann können wir eigentlich eh wieder raufgehen. Ist ja Wahnsinn, was da Bäume sind. Um mir auf der anderen Seite gehen, da waren wir eh schon. Wie wir uns raufgekämpft haben zum Leuchtfeuer auf der drüberen Seite, wo die östliche Rüstung lag übrigens. Und hier so zentral ist eigentlich eh nichts. Da ist nichts. Das ist nur ein großer Bereich, aber es ist nichts. Oh, da sind schon wieder Bäume. Jetzt. Oh, da ist auch einer. Die sind ja im Boden drinnen. Die lasse ich mal in Ruhe, denn sonst. Ich weiß nicht, der ist jetzt deppert, dass er gekaut, der bleibt schon wieder hängen da irgendwo. Na, da haben wir alles. Da ist dann sonst eh nichts mehr. Auf dieser Seite. Aber oh, der kommt halt schon noch. Na, holen wir sie den noch schnell. Nehmen wir den noch schnell mit. Na komm, der Freak. So, gutes Nächtle. Pflanzen brauchen Liebe und Substral. Mittwoch ist Substraltag. Kennst du die Werbung noch wer? So, seht ihr, wir sind schon wieder da. Zum Leuchtfeuer. Okidoki, dann ja. Also Farming Spot nicht vergessen, wenn wer will. Und für alle Ängstlichen oder
die was auf der sichereren Seite spielen wollen, einfach, wie gesagt, bei den Katzen raufgehen, auf der anderen Seite, dass eben vorher nicht zu denen kommt, weil am Anfang sind sie immer feindlich gesonnen, immer. Und mit, von der anderen Seite natürlich, wenn es kommt und vorher mit der Katze redet, dann kommt es hier rein und dann kann nichts mehr passieren. Also das ist der bessere Weg, sage ich mal. Der sicherere, sagen wir so. Gut, dann gehen wir als nächstes hier rum. Hier eine tolle Rüstung kann man hier leicht verpassen, denn die ist gut versteckt. Nämlich hier um die Ruine herum ist eine Kiste, ist keine Mimik. Und da drinnen haben wir das Steinrüstungsset. Tolles, eine der besten Denkrüstungen im Spiel. So, dann geht es hier weiter. Und jetzt sind wir im unteren Teil noch, wo ich sagte, das ist jetzt nicht der Baumbereich, sondern der Pilzbereich. Da sind jetzt die Pilze zu Hause. Und unter anderem in dem. Schau die kleinen Hunde an. Okay, wir haben die dann eh fast nichts, aber. Jetzt hat er auch. Mami, der schlägt mich. Mein Gott, nein. So. Einen schweren Angriff war es besser. Ach Gott, wenn ich die. Ja, ich könnte es weglocken, das werde ich aber auch machen. Da müsste ich aber alle weg, aber ich mache mal die Kleinen zuerst, weil die können einem auch segieren. Ordentlich sogar. Die Zeit nehme ich mir noch. Und dann haben wir hier den Wald fertig, bis am Boss. Und soll ich noch? Oder machen wir das nächste Mal? Ich hole mir auf jeden Fall mal... den mal da weglocken. Ich weiß nicht, wie weit der weggeht, aber ich glaube, der geht dann wieder zurück. Der verlässt das Gebiet nur ein Stück, eh? Wie aggressiv die Kleinen sind auf einmal. Das ist ja Wahnsinn, na komm her. Herr, sag mal. Hey, du Freak! Der Kleine, ich verspeist dich gleich. So, gut, ja, jetzt, genau. Der ist aber gut. Das ist gut, wenn der so weit daherkommt. Aber bitte legt euch mit dem nicht an. Das ist tödlich. Das ist wirklich, das ist blanker Selbstmord. So. Okay, jetzt kommt der auch. Okay, dann, ja, okay. Na gut, ist auch recht. Alter, jetzt reicht's gar mit dir, oder? Der Große, kommt der jetzt? Hängt der? Hängst du? Na, okay. Den einen habe ich weg. Ah, das ist gut, der bleibt oben stehen. Das ist gut. Der bleibt dann da oben. Okay, dann... Moment, ich schau mal was. Ich meine, sie schauen ja lieb aus. Da gibt es ja nichts, ne? Aber wenn er so bleibt... Okay, der hat sich da verheddert. Na gut, dann mache ich das so. Und ich schalte um auf die... Was habe ich da für andere Pfeile? Die? Dann nehmen wir die. Die machen noch ein bisschen mehr Wumms. Oh, der geht. Aber schaut bitte, was der Leben hat. Was der Typ Leben hat, ne? Man kann es ein bisschen übertreiben auch, ne? Ich höre was. Irgendwo ist ein Pilz wieder unterwegs, ein kleiner. Aber wir haben ihn gleich. Na gut, dann kann ich mir in Ruhe die Kiste holen, weil das ist nämlich ein toller Fund. Wenn er sich da so cool verheddert, ist ja das toll. Sonst, wie gesagt, lockt es einfach weg, die bleiben dann da vorne auch irgendwo stehen und dann könnt ihr ohne Probleme. Aber bitte geht es nicht an, wie gesagt, die sind extrem schwer. So, seht's? So geht's am einfachsten. Und was Gold hat, lasst da fallen, okay? So, dann öffnen wir da mal, denn da drinnen liegt, ganz wichtig, die blaue Glut. Und das ist, glaube ich, eine Magierglut. Glut von den Magiern. Schau, wie mir ausschaut, der Vogel, ja? Der ist ausblätt, gell? Das hast du davon. So, gut. Okay, jetzt haben wir eine halbe Stunde. Okay, wisst ihr was? Ich mache ihn. Einmal mache ich ihn. Dann wird der Bart ein bisschen länger. Ich habe jetzt eh immer, war eh brav jetzt immer. Habe ich jetzt oben gerastet? Oh ja, habe ich, oder? Mal hoffentlich. Ich hoffe es. So. Gut, okay. Ich bin. Bin ich da falsch? Nein, bin ich richtig, oder? Bin ich falsch? Ja, ich bin eh richtig, glaube ich. Nehmen wir da runter. Da sollte dann irgendwo der Arena-Kampf sein von Sif. Genau, oder? Ja, da vorne leuchtet schon. Genau, da sind wir richtig. Genau, hier.
Ich sag, probieren wir es mal. Wenn ich noch nicht schaffe, ein, zwei Anläufe hätte ich machen können, aber sonst, es gibt hier eine Cheese-Taktik auch. Und ich will euch natürlich auch zeigen, wie man cheesen tut, für alle, die es nicht wissen. Aber ich will es einmal zeigen, einmal zumindest, dass man auch sieht, das Intro, das Boss-Intro. Und es ist wichtig, dass man Sif macht, den muss man machen, denn von ihm bekommt man dann einen Ring. Und dieser Ring ist ganz wichtig dann für einen Aschefürsten, ja. Sonst kann man den nicht bekämpfen. Ich höre mich lieber nochmal. Und bei Sif ist es ganz wichtig, immer bei ihm zu bleiben, direkt an ihm, nicht so weit weg und seinen, ja, riesigen Schwerthieben auszuweichen. Jojo. Schaut schon cool aus. Ist übrigens das Schoßhündchen von Rita Astoria. So. Und gleich schauen, dass man hinter ihm oder unter ihm kommt. Ah, seht ihr, es ist Wahnsinn, ne? Und am besten, ja, ist Wahnsinn, ne? Ja, das war nett. Mein Gott, der springt immer, springt in Gelb. Ja, das ist der Doppelte. So, jetzt endlich machen wir das erste Mal einmal. Das ist gefährlich. Ich bleibe lieber mal kurz auf Abstand. Okay, das ist nett, wenn man immer so. Boah, das war wichtig. Also das ist der tödlichste Schlag überhaupt. Man kann auch, wenn man es so gut macht wie ich, unten durch. Naja, bis jetzt geht's halbwegs. Der ist nicht leicht, der ist nicht leicht. Und das letzte Stückerl dann ist leicht. Denn da wird er dann immer schwächer. Ja, das jetzt geht's. Bin positiv überrascht von meinen spielerischen Fähigkeiten, sagt er und starb. Boah, gut. Ja, hab schon blöder gespielt. Aber ihr seht, wie er schon schwächer wird, ne? Er kann nicht mehr. Er bewegt sich auch nur mehr ganz langsam und das natürlich für mich dann wird es immer leichter. So, ich heile mich noch ein bisschen auf. Also, ich habe fast nichts verloren bei dem Kampf. Also, das ist. Der war. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. So, und wir bekommen Seele von Wolf Sif und dem Bund des Astorias. Wie ich sagte, Rita Astoria, das sind Schoßhündchen. Und das brauchen wir zum Abgrund schreiten, ja, dass wir in die Dunkelheit können. Und bekommen 150.000. Das ist das Maximum. Mehr geht nicht. Beim schwersten Durchlauf ab New Game Plus 6, mehr gibt es da nicht von Sif. So, dann haben wir den auch erledigt. Hat mich super, haben wir das noch geschafft. 40 Minuten. Und hinter diesem Monument, bitte vergessen nicht, da liegt auch ein Nissenring. Seht's? Unbedingt auch mitnehmen. Leicht zum Übersehen auch, wenn man gleich wieder rausgeht. So, dann haben wir den Wald fertig. Der Wald ist aber nicht genug. Ja, denn wir haben weitere Gebiete zum Erforschen und die holen wir uns dann, klappern alles ab und ja, beehrt mich wieder, bleibt mir treu, schaut wieder vorbei bei meinem Jubiläumsrun, bei einem 10. Durchlauf in Dark Souls 1. Also dann macht's gut, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, ciao.